dass wir heute ein bisschen was reißen können. Genau. Wir sehen tatsächlich wieder Sephiroth. Ja, da ist er wieder. Und hier, Star Fox habe ich auch schon gespielt. Ich weiß gar nicht, wie er doch heißt. Einfach Star Fox. Er heißt Fox. Ja, okay. Ja. Einfach nur Fox, perfekt. Genau, steht gerade 0-0. Mein Mensch ist gerade losgegangen. Ja, genau. Fox eben auch ein sehr schneller, sehr aggressiver Charakter. Wird man eben sehen, der wird jetzt eigentlich sehr viel rumschwingen. Und Sephiroth eigentlich ein bisschen langsam, hat so dieses Schwert, so ein bisschen das Space kontrollieren. Mhm. Mal schauen. Es wird auf Ankommen der Advantage, die beiden pushen können. Das jetzt hier Fox an Ledge ist halt das, wo man eben killen muss, wo man gewinnen kann. Da geht's eben ab. Bisher sehr schön anfangen für Justin hier. Sephiroths Schwert ist schon sehr lang tatsächlich. Das stimmt. Aber tatsächlich Sephiroth sehr komisch beim Anfang. Weil es gibt viele Charaktere im Spiel, die können einfach viele Knöpfe drücken. Mhm. Sephiroth nicht. Ja. Der hat sehr viel Deck auf seinen ganzen Sachen. Aber hier, oh, sehr schön, dass er ja. Das ist ja der Stock-Lead hier für Justin. Jo. Und das auch dominant, ne? 20% bisher erst gesammelt. Also ja. Da. Weil Fox ist ein Charakter, der kann sehr schnell viele Prozente aufbauen. Mhm. So eine gute Fox-Kombo und der ist bei 80% wahrscheinlich. Ja. Jetzt ist hier der Anfang. Da ist diese 60%, so ja. Einfach geht's. Oh, und der Jump ist weg, das ist eigentlich der Kill. Jawohl, das ist der Konter. Ja, das ist super asozial. Weil Fox kannst du wirklich so ausnutzen, dass die Kavi einfach schlecht ist. Mhm. Und gerade hat er keinen Jump mehr gehabt, also musste Cyber wieder abgedrücken und ist einfach tot, wenn Justin Zeigehirnzellen benutzt. Ja. Oh, der Spike sogar. Ja, da werden die Prozente wieder komplett hochgefarmt. Ja, wieder Fox offstage. Aber ja, ich meine, kommt jetzt so ein bisschen rein ins Game. Ist immer so, dass man einfach nicht ganz aufgewärmt ist. Das erste Game ist so ein bisschen abtasten manchmal, ein bisschen fühlen. Ja. Ist eben bei jedem Mal so. Wenn ich eben diesen Kill früh holen kann, ist auch alles lieben. Ah, das auslöschen wir tatsächlich, aber sehr schön. Und hier mit der Abwehr. Kriege ich den Stock noch runter. Ja, aber trotzdem, Justin hat hier immer noch einen ganzen Stock vorne. Er kann wirklich so viel chillen, wie er will. Ja. Muss er nicht wirklich hier aufpassen. Ja, gut. Das ist gefährlich. Aber kommt hier wieder gut zurück. Ashman kommt ein bisschen rein. Die traut sich ein bisschen mehr durch mehr Knöpfe. Ja. Geht auch immer hier diese einzelnen Hits gerade, anstatt große Kombos. Sehr schöner Attack-Chase. Die Ashman, der wird warm. Ja, der lässt den Kill holt, also, dann ist alles machbar. Dann sind wir wieder auf einem ausgeglichenen State. Aber dafür muss auf jeden Fall erstmal nochmal der Kill kommen. Ja. Das ist der Kill. Da so schnell geht's. Sieht das einfach nach hinten. Und jetzt haben wir nur noch den Unterschied von 93% quasi. Aber auch das kann sich ja, wie du gesagt hast, mit Fox hier schnell drehen. Und das war wieder das Vielleicht noch nicht ganz, aber... Da siehst du wieder, er kann nicht an die Ledge, deshalb tut er Downtilt, um zu Two-Frame. Ja. Ja. Und das ist der Kill. Ja. Am Ende dann zugemacht, noch kurz ein bisschen Herzrasen mitgenommen, aber... Ja, am Ende. Aber wichtig fürs Mindset von Ashman, dass ihm gerade klar wurde, okay, ich war einfach nicht ganz drin am Anfang, ich bin mir reingekommen und das ist auf jeden Fall kein dominantes Game gewesen, ja. Sondern er wusste, was abgeht. Wir bleiben auch im Pokémon Stadium, auch sieht mir nach einer beliebten Stage aus. Es ist sehr beliebt. Das ist immer so die Standard-Stage, wenn Leute faul sind einfach. Ja. Also das passiert ja auch einfach nicht so. Ist ja nur die Stage dann quasi, ne? Hat's nicht so viel Ablenkung wahrscheinlich im Hintergrund noch. Ja. Man muss sagen, Stages sind schon echt wichtig in diesem Spiel. Weil halt auch die Blastzone beeinflusst wird. Ja. So viele Stages, da ist die Blastzone nach oben viel niedriger und du killst nach oben viel früher. Mhm. Das hier so ein Fox, der halt früh nach oben killt, da ist es vielleicht recht relevant. Aber jetzt weiß ich aber so die Standard-Stage, wenn Leute einfach faul sein wollen. Ja. Und jetzt sehen wir hier, er ist auf jeden Fall mit ein bisschen mehr schnellerem Movement, mehr, kriegt viel mehr ran. Ja, generell aber auch recht aggressiv wieder hier am Start. Ja. Aber beide. Ah, beide whiffen auch ein bisschen was. Ja, okay. Sieht auch ein bisschen, Ashman ist ein bisschen nach reingekommen, endlich. Hat ein bisschen mehr Ahnung. Da ist der Jump wieder weg, das ist gefährlich. Aber er müsste den Konter, weil das wäre tot gewesen. Ja. Das ist halt das Problem an Fox. Hier ist halt 60%. Wenn das getroffen hätte, wäre einfach weg gewesen. Ja. Aber kriegt hier gut was rein. Auf jeden Fall deutlich ausgeglichen als der Anfang vom letzten Match. Das heißt, hier hat sich Ash auf jeden Fall eingespielt. Ja, jetzt ist eben, jetzt ist das Problem, jetzt hat er eben diese 80% hat er den Ring wieder. Und der Ring ist super geil, nicht mehr, weil ich sehe Sephiroth einfach schneller. Und das ist genau das, was er braucht. Und da ich hier Fox wie covern, hat er einfach nicht hingekommen, wurde easy abgefangen. Ja. Aber eben auch Sephiroth ist auch sehr leicht. Da seht ihr, obwohl er so groß ist, heißt Fox kann da jetzt so einen Astmächter, würde schon killen. Ah, da, wenn er es getroffen hätte, ist auf jeden Fall der Kill gewesen. Weiß Ashman auch, dass er ein bisschen aufgefischt. Und damit ist jetzt wieder komplett ausgeglichen. 0-0, zwei Stocks noch übrig auf beiden Seiten.
Oh, auf jeden Fall. Geht hier schön. Alles deutlich mehr even, als wir es im ersten Match gesehen haben. Generell so, Esme macht immer viel so Movement-Optionen. Dann machst du viele Empty-Hops, irgendwelche Optionen rausbaiten. Justin ist ein bisschen direkter. Der schwingt auch ein bisschen mehr. Da hat ein bisschen mehr Confidence, dass er es treffen wird. Oh, das war sehr knapp. Da geht man auf jeden Fall gerne für den Konter da. Das ist allgemein super fies. Normalerweise Konter nicht gibt den so, du hast einen Konter, dann wird der ausgelöst und der Move kommt. Nicht Konter ist was Besonderes. Weil sehe ich als Konter, der wird immer ausgelöst, auch wenn du ihn nicht triffst. Ja. Heißt, Justin kann diesen Konter ein bisschen mehr drücken, weil T-Box ist eh draußen. Ja. Und das ist ein sehr, sehr ehrlicher Dodge, aber er kommt gerade so noch zurück. Ja. Ich habe nicht viele Charaktere tatsächlich. Viele wären da tot gewesen. Aber hier ist jetzt halt auf seinem letzten Stock, will ich auf jeden Fall Ash nochmal den gleichen Stock einmal nehmen. Ja, generell Ash macht hier super schöne Recovery-Mix-Ups. Man sieht immer, am Anfang ist er direkt gestorben, als Offstage war. Mittlerweile lebt er immer ein bisschen länger. Kommt er noch gut zurück. Und will hier auf jeden Fall sich das zweite Game holen. Ja, wieder hier sehr schöne Kombos von Ashman. Das haben wir so diese beiden Butter-Kombos, die sitzen neben. Wieder 16%. Aber das ist der Kill und ist wieder even. Und jetzt kommt das Gefährliche, er hat diesen Ring eben immer noch. Ja. Heißt, er macht jetzt super viel Damage, wenn er jetzt mit seinen Moves trifft und kann einfach andere Combo-Routen nehmen. Kann man davon irgendwas sehen werden. Oh. Sehr schön, dass der Ding gecatcht. Das reicht. 1-1. 1-1, sehr schön ausgeglichen hier. Nach der anfänglichen Dominanz jetzt hier echt sehr, sehr gut zurückgekommen, ne? Eingespielt. Man sieht, was das da für einen Unterschied macht. Wenn man am Anfang nicht im Game drin ist, ist quasi auch direkt der Wurm drin, aber hier jetzt dann nach der Aufwärmphase richtig gut reingekommen. Ja, genau. Ich hoffe, es ist auch weiter so. Die beiden zeigen euch mal, sind even vom Skill-Level her. Beide können das hier schaffen. Ja. Ich meine, das zeigt ja auch das 1-1, ne? Dass das hier gut ausgeglichen ist bisher. Das war wieder ein anderer Song. Ich glaube, die beiden haben den Song nicht ausgewählt. Das ist ein bisschen schade. Du kannst halt, ich weiß nicht, wie viele Songs sind, wahrscheinlich 1500 oder sowas Songs in diesem Spiel. Und es kann auch sonst nicht jeder kommen. Ja. Wenn man den eben nicht auswählt, dann kommt. Das ist Fire Emblem-Musik auf jeden Fall. Aber ist schon eine sehr komische Atmosphäre, wenn du irgendwelche Opernsänger im Hintergrund hörst. Ja. Ist ja passend, ganz eindeutig. Auf jeden Fall. Dieser leichte Prozent-Lead für Justin. Jetzt, beide campen jetzt ein bisschen mehr. Ich kann ja campen in diesem Matchup. Ja. Aber das ist auch so lustig. Die beiden haben so für 5 Sekunden gecampt und dann so gedacht, boah, nee, eigentlich hab ich keinen Bock drauf. Langweilig, ja. Ja, so lass mal einfach weiterspielen. Ja. Aber es hat ja für beide schon funktioniert, ne? Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre einer da dann groß im Nachteil. Das heißt, beide können das hier nehmen. Kommt ja auch noch zurück, ja, aber wird hier rausgekickt. Das hat auch mal so, das ist auch so eine Sache an diesem Spiel. Es gibt ja gerne verschiedene Getter-Optionen an der Ledge. Wie du vielleicht weißt, man kann es mit Ledge jumpen, Neutral Getup machen und sowas. Und diese Option gerade, das ist der Neutral Getup, der hat immer ein Frame, wo er quasi nicht handeln kann. Heißt, was, wenn du es schaffst, dieses ein Frame Window zu treffen mit der Hitbox, ist es immer ein Hit. Ja. Und das hat eben Justin gerade gemacht mit seinem Schwert, hat diesen einen Frame abgefangen und hat diesen garantierten Hit bekommen. Du musst eben erstmal aufpassen. Es gibt eine sehr gefährliche Option, wenn Justin das Timing drauf hat, weil man kann eben auf diese Option reagieren. Und das hat Justin hier auch gemacht. Boah, aber geht schön in die Kombo rein hier. Ja. Kriegt gut die Prozente rein. Generell, Ashman ist immer ganz gut an diese Landing zu catchen. Das ist eben das, was Fox auch ganz gut kann. So, der Gegner darf nicht landen. Ja. Oh, sehr schöner Tech-Chase mit der Upsmash. Killt sogar fast. Der nächste wird auf jeden Fall einen Stock holen. Aber mal schauen, wie das dann hier zurückbringen kann. Er hat eben auch den Wing. Aber Ashman hier sehr, sehr patient. Man sieht, arbeitet zum Movement. Okay, gut. Dann wieder zurück. Ist wirklich sehr ausgeglichen gerade. Ja. Oh, der will von den Weak gehen. Man sieht Ashman, der weiß so ein bisschen, Moment, der ist gerade schnell, der ist groß. Ich stelle mal ein bisschen auf Distanz, ich bin noch schneller. Ich chill mal ein bisschen. Das ist auch sehr richtig so. Oh, sehr interessant. Sucht hier irgendwie nach dem Finisher. Ja, beide Parieren hier, sehr schön die anderen Hits, aber kriegen nicht so richtig Reward aus dem Parry raus. Ja. Und da darf Smash. Da ist er dann. Das ist generell super fies. Man sieht, Justin wollte gerade die ganze Zeit mit seinem Schwert nach unten spacen, aber Fox ist eben so klein, dass er unter das Schwert durchgehen konnte und dann diesen Upsmash geholt hat. Muss jetzt selber ein bisschen mit den Prozenten kämpfen, aber wird hier sehr auch schön abgefangen. Wird hier gut abgefangen, direkt rausgekickt. Und damit sind wir jetzt quasi im Endgame. Genau, beide ein Stock. Das ist mal so, das gerade Game 3 ist immer super wichtig, auch fürs Mindset, weil wenn du jetzt weißt, okay, wenn du das Game jetzt gewinnst, dann weiß ich, es ist nur noch eins. Ja. Und der andere hat direkt diesen Druck, weil jetzt weiß ich, wenn ich jetzt verliere, war es das schon. Ja. Deshalb meinte ich, es ist super wichtig, dieses Game hier zu holen. Sehr schön Upsmash, hat aber nicht getroffen.
Oh, da wollte er ein bisschen viel haben. Oh, und das ist eigentlich der garantierte Kill. Oh, er hat getaggt, wunderschön. Aber es ist immer noch der garantierte Kill. Ja. Schade, war aber 50%. Ja, da macht man dann nichts mehr. Nee, damit geht hier Matchpoint weiter. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Sie hat halt wirklich dieses 10 Meter lange Schwert. Und Fox aus diesem Winkel, er kann nur von unten kommen. Ja. Heißt, wenn Justin nicht komplett Controller wegwirft, ist immer der Free Kill für ihn. Ja. Dann kriege ich doch die beiden bleiben auf PS2, ich tue die bannen gar nichts. Ich glaube, die wissen genau, ey, wir wollen eh auf der Sage bleiben. Ja. Aber ja, selbst sogar Small Battlefield. Lustig, weil ist die Sage dasselbe Layout wie PS2 hat eigentlich. Die ist auch zwei Plattformen links und rechts. Ansonsten ist ja alles sehr gleich. Nimmt sich echt nicht so viel. PS2 ist halt ein bisschen größer. Heißt, die beiden wollen ja wahrscheinlich ein bisschen aggressiver einfach sein. Nee, das war eher diese kleine Sage. Na, Justin hier natürlich jetzt mit dem Matchpoint, ne? Der hat jetzt ein bisschen mehr Ruhe, kann er drin haben. Und er weiß, selbst wenn er hier verliert, hat er immer noch eine weitere Chance. Ja, weil jemand das eben auch ins Spiel zu bringen, ist eben auch schwer. Die beiden sind manchmal eben ein bisschen nervös, weil man uns ist mal immer nervös, das ist das ganze Mal. Ja. Und dann eben hier so diesen eigenen Kopf drin zu bleiben, kann schwer sein. Ah, ja. Man sieht sehr schön. Erstmal würde ich super viele Hits dadurch, dass er diesen Jump bietet. Ja. Von Justin. Aber es ist der Wing. Jetzt wird's halt gefährlich. Hier gedodged, aber kriegt einen rein. Das wäre natürlich ein Cheatback gewesen, hat er geschildert. An diesem Move mit Wing, das ist ja besonders. Und Fox ist offstage. Ja, und das war das Stock. Yep. So schnell kann es halt gehen. Wirklich, einfach wenn da der Block kommt und du keinen weiteren Dash mehr hast, ne, dann ist halt... Ja, es ist halt auch so, Fox ist halt wirklich die Glaskanone in diesem Spiel wahrscheinlich, wie man gerade gesehen hat. Mhm. Er kann Stock sofort vernichten, aber wenn halt das hier gerade passiert, ist halt der Stock einfach sofort weg. Sehr schön. Oh, schade. Er wollte reagieren, war aber ein bisschen zu langsam am Controller. Hier, Justin bleibt weiter, bleibt ein bisschen am Sohn. Weiß eben, ey, ich hab den Lied. Ah, das ist halt unsafe gewesen, wird sofort geabsmashed. Ja, und jetzt wieder beide auf zwei Stocks. Ein bisschen ausgeglichener. Und man hat eben den Wing jetzt verloren. Ja, ist eben wichtig. Man hat gesehen, diesen Wing, der kann so viel machen. Aber dieser extra Speed für sich, für Gott, ist so wichtig. Ja. Ah, sehr schön. Smash, weil es nicht das optimal war, kann man auf dem Combo, aber hat getroffen. Also alles fein. Sagen wir, es trifft, ist ja schon mal klasse. Ja, hier Justin kommt nicht ganz so von der Ledge gerade weg. Ich finde, ist er sehr schön patient einfach. Konnte sich jetzt befreien, will gegrabt werden, aber kriegt er nicht. Sehr schöner Weed und er hat den Wing. Und das ist jetzt mal wieder gefährlich. Ja. Yep. Ich schaue, ob er daraus wieder, so wie eben, auch diese frühen Kills kriegen kann. Ob Eggman da jetzt ein bisschen mehr aufpasst. Einfach jetzt, man muss halt sofort so viel vorsichtiger sein. Ja. Ah, das war Griff natürlich, aber... hat noch getroffen. Ja. Yep. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Hitboxen sind manchmal einfach sehr eigen. Ja. Man sieht ja, eigentlich Spielverlauf exakt wie der letzte. Ja. So, eigentlich komplett even. Justin hat seinen Wing, sofort einen Kill. Ja. Und dann hat Justin jetzt ein Lead und kann den ein bisschen ausbauen. Das macht ihn auch sehr schön. Wollte den Kill haben, war da ein bisschen greedy, aber kann ich verstehen. Jetzt will man natürlich eigentlich auf jeden Fall den Stock nehmen. Ja, so einfach geht's. Auch, ne, einfach dann mal machen. Und jetzt eben beide wieder auf einem Stock. Und jetzt heißt es wieder irgendwie... Ja. Oh, das ist halt gefährlich. Er ist offstage. Oh, trippt aber nicht tatsächlich. Mal schauen. Ah, trippt auch nicht. Ashman ist hier noch am Leben. Yep. Muss kämpfen, um zu recovern. Aber er schafft es. Ist auf jeden Fall noch nicht ganz weg. Ja, sehr schön. Dann hier. Mal schauen. Ich meine noch. Das ist eigentlich der Kill. Ja. Ganz perfekt. Aber. Ja. Ein Hieb zur Seite reicht dann. So geht's. Mit Angst, dass das 3-1 für Justin. Und damit der Setwin.